Ja, wir sind jetzt hier in der Vossstraße, ne, in Berlin, Mitte auf der Rückseite von der Berlin Mall, oder wie sich das Ding heißt, dieses Mall of Berlin, genau. Und eigentlich wollten wir jetzt hier den Smart aufladen und jetzt haben wir aber ein Problem bei B-Mobile, weil die Ladesäulen werden wohl gerade umgestellt auf Kilowattstundenabrechnung. Das heißt, wir können jetzt hier gar nicht laden, weil wir die Ladesäule nicht in Betrieb kriegen. Das ist natürlich schlecht, weil wir würden schon gerne mal laden und fangen sich hier so diese schönen neuen Beschilderungen dran, die besagen, dass es ein Parkplatz für Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs ist und es funktioniert gerade nicht. Das ist natürlich etwas Banane, also irgendwie wollten wir das doch mal ausprobieren. Ja. Und jetzt gehen wir trotzdem rein, weil wir treffen uns jetzt mit den anderen und von daher, wolltest du noch was zu sagen? Ist gut. Ist das zweite Mal, dass ich eine Ladesäule, eine öffentliche, benutzen wollte von Allego und jedes Mal ging es schief. Es ist komisch, aber okay. Also zwei von zwei Mal wäre denn 100%, ne? Genau. Das ist natürlich schlecht. Also Allego, das ist eine schlechte Quote, da solltet ihr vielleicht nochmal dran arbeiten. Kannst du das nicht in die Sonne stellen? Und nun? Was denn du da filmst? Ich filme jetzt mal, ja. Man könnte ja eigentlich beinahe sagen, Elektroautofahrer haben irgendwie eine Macke. Aber nein. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, weil stellt euch vor, ihr seid einer Tankstelle und versucht genau diese Nummer abzuziehen. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil irgendwann werdet ihr wahrscheinlich vom Tankwart einen auf den Deckel kriegen, weil ihr die Zapfsäulen blockiert. Könntet ihr mal ausprobieren, aber ich glaube, das wirkt nichts, oder Steve? Kann ich jemanden grüßen? Ja. Oh, du bist so groß. Wen willst du denn grüßen? alle Abonnenten unseres und Svens Kanals, die das hier ermöglicht haben. Vielen, vielen Dank. Welchen Kanal habt ihr denn überhaupt? Na, ganz einfach. IGEMBB. Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Der Sven verlinkt es bestimmt da oben mal. Genau. War das da oder war das da? Ist immer links von dir.
Also bei meiner das Kamera links, ist es links von mir. Ich weiß nicht, ob deine spiegelt oder so. Nee, jetzt nicht. Also, ja doch, die spiegelt ja auch. Ne? Also, ja. Naja, ihr wisst schon wo. Ihr werdet es ja da unten abonnieren. Ne? Genau. So, was hast du gerade gesagt? Wo soll ich einsteigen? Wie so, ja mal so eine Zapfsäule blockieren und da so eine Party machen. Also Benzin. Naja, man könnte dann so einen Ölgrill nehmen zum Kohle, statt Kohle. Ne? Ich weiß nicht, das ist ein Benzingrill, wenn man vielleicht auf so einen Benzingrill schmeißt, also den Grill mit Benzin und das anzünde. Ich glaube, das ist nicht so gesund, wenn dann diese Gase da ins Fleisch reingehen. Boah, das ist doch bleifrei. Und wenn du E10 nimmst, oder wie der heißt, ne, E10, hast du denn noch hier Rübensirup drin oder sowas? Ich persönlich nehme nur Optimax von Shell, hat 100 Oktan. Das knallt schön rein, ja. Richtig. Nein, aber nur mal kurz zur Erklärung nochmal. Wenn jetzt hier natürlich jemand ankommen würde und laden möchte, dann ist natürlich immer noch ein Ladepunkt frei und wir machen natürlich auch gerne sofort frei. Das heißt also, wir blockieren hier nichts, ne, sondern wir hatten gerade die Diskussion, Ladeinfrastruktur wird irgendwo nirgendwo aufgebaut, relativ sinnbefreit und wird irgendwie nicht genutzt. Und damit uns nämlich nicht irgendwann jemand kommt und sagt, wir haben es ja versucht mit der Ladeinfrastruktur, aber es lädt ja keiner da dran, haben wir gesagt, okay, wir machen die Ladeparty hier und treiben mal den Zähler so ein bisschen nach oben. Ich wollte gerade sagen, glaubst du wirklich, dass hier mal einer zum Laden vorbeikommt, außer uns? Also bisher waren tatsächlich nur die Einzigen, die hier geladen haben, waren, also rein nach, wenn wir nach dem Zähler gehen, der Julian, der hier sein Video gedreht hat, und der Thomas von uns, der die Ladesäule bei Going Electric eingetragen hat. Ansonsten hat hier bisher noch keiner geladen, weil diese 22 kW und dann, wie gesagt, also ein Pauschalpreis, okay, vielleicht auf dem Park-and-Ride-Parkplatz, aber Fair Use Policy sagt halt maximal 3 Stunden, ist dann auch wieder ein bisschen blödsinnig. Ich glaube, zwischendurch von der Arbeit mal herkommen, das Auto umstellen. Ja, also wie gesagt, von hier fährt man mit dem Zug locker eine Dreiviertelstunde nach Berlin rein. Also von daher ist es auch schon wieder blödsinnig, wenn du hier eine Zoe reinstellst, dann ist die ja in 1 bis 2 Stunden, je nach Akkugröße, ist die ja voll. Also von daher sind also 2x22 kW. Das Geld hätte man sich sparen können, man hätte stattdessen hier lieber 10 Anschlüsse a 3,6 kW hinmachen können. Dann hätte man die nicht extra ausschildern müssen. Dann hätte man hier vielleicht auch nicht extra Verbrenner wieder von diesen Parkplätzen aussperren müssen. Und ich glaube, so würden wir eher ein Verständnis für die Elektromobilität schaffen, wenn sie einfach immer und überall verfügbar ist und wir nicht den Verbrennern die Parkplätze wegnehmen. Tolles Schlusswort. Ich bin raus. Tschö. Ja, so ist das. Also mal davon abgesehen, so richtig laden, ja doch, laden tun wir hier auch, aber mehr oder weniger haben wir jetzt hier 2 Motorräder geladen und die Zoe, die da steht. Und ja, ansonsten ist hier halt heute das offizielle elektrische Meile Kochstudio eröffnet. Mal gucken, ob mich nachher mal einer von euch vielleicht ist ja einer. Ja, wir spekulieren die ganze Zeit schon hoch, weil wir das Ding rumgedreht haben. Dann kommt er wieder. So, wir sind hier ganz neu. Wir sind zur allgemeinen Verwendung. Ist es Medium? Medium, ja. Heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, hier kommt noch mehr.